Sind da auf. Okay. Hat mich gehört. Oh, läuft da nicht schön. Warum laufe ich auf einmal? Ist egal. Oh, hier sind Gegner vor mir. Ja, jetzt zeigt er sie an. Und jetzt hast du auch noch keiner. Ja, die werden wahrscheinlich im Bunker sein, könnte ich mir vorstellen. Mal gucken, wa? Ja, wa? Ist ja nur der tödliche Bereich. Ja. Das wäre nicht. Außerhalb des Bunkers. Müsste einer erstmal. Hast du Mädle? Ich guck dem, dem Bunker. Ja, dann hol ich mir den einer. Anderen schon mal. Oh, hat mich fast entdeckt. Ich habe gerade in letzter Sekunde habe ich ein Messer gegriffen. Hier im Bunker ist keiner. Ja, hatten wir ja schon mal. Ach ja, oben drauf steht ein Geschütz. Runter, runter, runter. Das haben wir entdeckt. Ausgewichen. In letzter aller. Nee, doch nicht. Nein, doch nicht. Das ist ja geil. Los, komm, zum Boot. Geh zum Boot. Ja, zum Boot. Geh zum Boot. Ja, sowieso hier. Wenn du darüber fährst, bin ich schon bereit. Ja, das war die andere Richtung, deswegen bin ich ja. Tja, Motor kaputt. Scheiße! Das war der klassische Bereich! Nee, Motor war kaputt. Wir haben den Motor getroffen. Irgendwie fühle ich mich tot, Dirk. Ich auch. Wieso fühlen wir uns schon wieder tot? Vielleicht weil ihr seid. Wir sind immer noch in der Nähe von diesem scheiß tödlichen Bereich. Ich hab keine Lust mehr auf den tödlichen Bereich. Dann lass uns einfach nach A laufen. Ja, lass uns nach A laufen. Ja, wer wollte denn unbedingt gucken, was im Bunker ist? Ja, den Bunker, den hat man ja auch gekriegt. Ah, da ist ein Auto für uns. Ja, vielleicht sind es ja zwei Motorräder. Wir können ja erstmal die Motorräder nehmen. Ah, es sind Freunde beim Motorrad. Hey Leute, alles klar? Finde ich gut. Wie geht's euch? Euch stürzt doch nicht, wenn wir euch hier in den Stich lassen und einfach die Motorräder klauen, oder? Ah, hier ist wieder so ein Vor, sehe ich gerade. Ja, mach mal den. Geh mal rein, oder? Könnt's versuchen, oder? Zumindest kriegen wir ein vernünftiges Fahrzeug. Ah, ich sehe schon Sniper auf dem Turm. Der hat es aber nicht kommen sehen, sagen wir mal so. Nee, aber irgendwas. Drohne. Drohne. Put-Drohne. Okay, warum bleibst du sitzen?
Weil Alea sich gegen mich lehnt und ich deswegen nicht vernünftig steuern kann, Dirk. Okay. Ich hab eine Hose gebrochen. Ich wollte eine Hose kaufen. Ich glaube, hier sind wir schon mal gewesen. Nee, nee, der sieht nur genauso aus. Das ist ein anderer. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, warum ich nicht runtergehen kann, aber... Egal, Hauptsache wir haben wieder ein Auto. Korbchen. Mhm. Check jetzt hinten rein. Weiß ich nicht. Krieg mal gerade neue Waffen an. Echt? Mhm. Hab ich keine. Eine Hose hab ich eine. Falsche Waffe aktiviert. Alia, wenn du müde bist, geh doch ins Bett. Einer ist weg. Einer auf. Edi? Los. Ich mich schon mal in die Richtung, wo dieses Auto da bewacht wird. Getan. Soll ich nur aufstehen lassen wieder? Also wenn dich hinlegt und dich hin und her rollst, dann wie siehst du? Hier unten. Ich hab den knienden. Hast du auch? Ja, ich hab quasi den rechten. 3, 2, 1. Ja, super. Wir haben beide denselben erschossen. Ja, der ist rübergelaufen. Der ist genau echt in die, genau in dem Moment reingelaufen. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Kannst du wieder aufstehen? Der Dirk wollte dich erschießen. Kameradenschwein. Hier, ich zeig dir, was ich davon halt. Wieder. So. Nun ist geklärt. Nun ist geklärt zu haben. Ich weiß nicht, ob man hupen kann. Okay, Ausdauer kann ich. Dingsbums machen. Verteilst du auch schon mal Punkte, oder? Nö. Ich habe auch erst 4. Ich steige ja langsamer auf. Warum das denn? 6 hat denn. Rüsten, weil ich ja schon mehr habe. Rüsten Sie diesen Vorteil aus, um den Effekt zu erhalten. 25 Meter automatische Markierung. Achso, ja, okay. Das klingt gut.
So. Rüsten Sie wie eine Tarnung. Schwer aufgespürt. Ja, machen wir doch auch. Rüsten Sie Schaden plus 10% Schaden an Drohnen. Bonusschaden an Drohnen weniger gegen Raidbosse. 40% Drohnenumgebung schwieriger für Drohnen, sie aufzuspüren. Das nehmen wir doch auch. Schneidbrenner. Was haben wir noch? Sprengstoffexperte. Rüsten Sie diesen Vorteil aus, um den Effekt zu erhalten. Wirkungsbereich von Objekten, Erweiterung Wirkungsbereichs auf all Ihre Objekte. So, nehmen wir doch. Objektkapazität. Mhm. Naja, nächstes Mal. Du bist drin? Ich bin okay, ja. Haben wir zwar wieder so eine lahme Karre. Oh, ganz viele Gegner hier links. Da schon nach rechts. Das ist irgendwie uncool. Die Straße führt aber genau dran vorbei. Ja, kannst du direkt davor stehen bleiben. Das Wasser ist zu tief, da kommen wir nicht rein. Ach, halt doch die Schnauze. So. Ich fahr schon wieder. Ist ja schon gut. Dass die so unfreundlich sein müssen. Zumindest sind da drei Kisten. Willst du sie platt machen? Na klar, weiter. Okay. Ich mal aus dem Fahrzeug geholt. Uns. Irgendwas sehr schnell bewegen, das scheint zu Bali. Ein böser Bali. Ein böser Bali. Nein, ich will nicht. Ich liege. Ach, da war einer hinter mir. Okay. Komm, Dirk, trau dich. Du kannst mich ja auch nehmen und erstmal wegschleppen. Links neben dir, hinter dir. So, da ich dir wieder den Arsch gerettet habe, jetzt hol mich endlich! Ja, aber ich weiß nicht, warum du da noch liegst. Ich weiß auch nicht. Los. Vielleicht musst du mich erst wegschleppen. Du stehst bei mir, nimm ich jetzt wieder. Naja, anscheinend scheint das nicht richtig zu funktionieren. Ich respawne. Ich habe mich natürlich am Arsch der Welt respawnen lassen. Ach, du bist du da hinten. Eigentlich will ich in das Fenster rein. Obwohl das alles irgendwie gar nicht richtig. Eben bin ich noch da hochgeklettert, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Cool, ey. Entschuldigung. Shoot those assholes! Shoot them! How you like that shit?
am Arsch. Kriegst du schon wieder? Nee. Oh, Scheiße. Ich war ein... Der rote Punkt war aber nicht zu sehen, ja. Meine ich. Ich heil mich grad. Ich bin wieder fit. Hinter dir kommt es wieder eine Treppe hoch. Gerade die Schnauze voll, ich denke, jetzt nehme ich die Gatling. Boom. Wer hat da vor? Im Haus. Das ist nicht mehr. Sind nicht mehr viele, ich schätze mal zwei. Einer davon hat offensichtlich einen Granatwerfer. Oh, ich bin runtergefallen, obwohl der... Das ist schon mal ein Geschütz, ein roter Punkt. Ohne. Ist er angeschossen.
Drohne ist weg. Und Drohne hast du? Drohne ist weg, ja. Versuch mich zu dem Turm hinzu. Cool. Komme ich hier wieder raus? Ah, Y. Nö. X. Y. Komme hier irgendwie nicht raus. Das ist komisch. Ich komme nicht raus. Naja, dann benutze ich den Trick wie letzte Mal wieder. Ich mache eine Schnellreise. Du weißt schon, dass ich nachts nicht benutzen kann. Tja, ich komme trotzdem nicht raus. Und der Gegner, der ist nicht da. Jetzt schwebe ich irgendwie über dem Panzer. Ja, ich habe so ein Geschütz gehackt. Du kannst da ranschleichen, wenn er dich nicht sieht, dann kannst du das hacken. Aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Das Y, was angeblich zum Verlassen zuständig ist, funktioniert nicht. Und er lässt mich auch nicht mehr richtig respawnen. Ich habe ja auch irgendwo Gegner, die finde ich nicht. Laut Karte bin ich irgendwo außerhalb von dem Lager gespawnt. Okay. Was ich gar nicht bin. Also es ist ja strange. Live. Ne, wenn du auf die Karte guckst, ne, muss man sehen, na, das sieht so aus, als ob ich außerhalb vom Lager bin. Lässt mich nicht mehr aus dem Geschütz raus. Dann werde ich das noch mal leider crashen müssen, das Spiel. Ja, da kann ich nicht einfach. Ja, ich dachte, ich probiere mal aus, ob ich es vielleicht einfach abmelden auch gereicht hätte, aber naja. Da hat er den Klick schon genommen. Ja, dann würde ich sagen, dann nutze ich die Gelegenheit und beende nochmal die Folge. Ist dann heute halt mal ein bisschen kürzer, die Folge. Und danke euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.